denke mal, es geht um Aristocats. Kennt ihr Aristokratzen? Aristocats? Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Rippipi. Kennt ihr den Banger-Film, oder? Und Wölfchen, Dankeschön für 14 Monate. Du kennst Aristocats nicht? Ich zeig dir jetzt ein Bild und du weißt bestimmt, was Aristocats ist. Aristocats. Ich zeig dir jetzt ein Bild und du wirst es schon, irgendwoher hast du diese Katzen bestimmt schon gesehen. Hier. Die hast du bestimmt schon irgendwo gesehen. Safe. Oder? Die hast du safe gesehen. Ja, doch, siehst du? Die kennt man, die kennt man. Und ja, es gibt eine Dingo-Version. Wer hätte das gedacht? Also vielleicht ist es was anderes. I don't know. Die Urlaubszeit hat begonnen. Jeder, der nur kann, flüchtet aus der stickigen Stadt. So auch Mrs. McDonald mit ihren drei Katzen, der Katzenmutter Laureen und ihren beiden Kindern Lucy und Lionel. Mrs. McDonald war sehr stolz auf ihre... Was für Mrs. McDonald, Junge? Aber okay, let's go. Gucken wir uns... Ich hoffe, dass es nicht wieder nur mit einem Erzähler ist. Ich hoffe, die haben alle eigene Stimmen. Chat, das ist ein neuer Song, den kennen wir noch gar nicht. Den Song kennen wir noch gar nicht. Oder? Die Abenteuer von Lucy, Lionel, Lawrence oder so. Über der Stadt lag eine drückende Hitze. Die Luft war so stickig, dass... Achso, das ist gar keine Katze? Ich dachte, das hier unten ist schon eine Katze, aber das ist ein Hydrant. Doch zum Glück hatten gestern die großen Ferien begonnen und jeder, der nur konnte, fuhr aufs Land oder ans Meer. Alter, das Auto. Wieso springt das Auto? Wo bleibt ihr denn? Junge, was ist das hier da unten? Was ist das da unten? Was ist das? Bruh. Ah, es ist wieder nur der Erzähler, leider. So auch Mrs. McDonald. Wo bleibt ihr denn? Rief sie ungeduldig. Laureen, Lucy, Lionel, nun kommt endlich. Wenn wir jetzt nicht losfahren, bleiben wir noch im dicksten Stau stecken. Die Mütze sieht so aus, als hätte sie gar nicht auf, sondern als hätte sie auf ihren Haaren einfach diesen Hut so... Ja, als würde der Hut irgendwie dahinter liegen, ne? Als würde sie gar nicht den Hut tragen, sieht das irgendwie so aus. Sieht komisch aus. Im dicksten Stau stecken. Sofort, Mrs. McDonald, rief es aus dem Haus. Es dauert nur noch einen kleinen Augenblick. Nun mach schon, Lucy. Immer müssen wir auf dich warten, sagte Laureen, die Mutter von Lucy. Ich kann einfach diese verdammte Haarbürste nicht finden. Verdammt, sagt man nicht, schimpfte Laureen. Genau. Und diese Ausdrücke nur immer dummes hast. Balk. Von Mrs. McDonald, grinste Lionel, Lucys kleiner Bruder. Junge, sie sagt, was ist mit dieser Katze los? Junge, was ist dieses Wesen? Bra, das sieht überhaupt nicht aus wie eine Katze. Das sieht, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Die anderen beiden sahen halt aus wie Katzen, aber was ist da dieses Wesen hier? Das sieht ja halt irgendwie null aus wie eine Katze. Die Vorderpfoten, ja, irgendwie so riesige Schuhe unten oder so. Und die hinteren sind irgendwie viel zu kurz und abgerundet und es gibt irgendwie keine richtige Hüfte. Und dann dieser komische Kopf, der einfach aussieht wie ein Menschenkopf, aber... grau angemalt irgendwie, super weird. Aber er hat sehr starke Vorderbeine, sehr, sehr starke Vorderbeine. Wieso beleidigst du eine kleine Katze, du Arsch? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine Katze ist. Das oft, wenn sie glaubt, alleine zu sein. Erzähl nicht solchen Unsinn, Lionel, sagte Laureen streng. Hier von vorne sieht er ganz anders aus. Nie im Leben würde Mrs. McDonald solche Wörter in den Mund nehmen. Lucy und Lionel kicherten. Boah, Junge. Was sind diese Gesichter? Und diese eine Pfote hier.
Die hat einfach so ein komisches, irgend so ein Wasserbein oder so, und dann ist da so eine Pfote drunter. So, hä? Sie wussten es besser. Wenn ihr jetzt nicht kommt, fahre ich alleine nach Acapulco, hörten sie Mrs. McDonald rufen. Nun gut, seufzte Lorraine, aber glaube ja nicht, dass du ums Camp herumkommst. Die hätten sich doch, die haben ja nur irgendwie 5 Bilder. Von jeder Figur haben sie irgendwie nur 4, 5 Bilder. Und die werden ja dann immer wieder reused und ein bisschen bewegt, so, ne? Als hätte man sich nicht bei diesen 4, 5 Bildern ein bisschen, vielleicht 10 Minuten länger Zeit nehmen können, um sie zu zeichnen. Wir besorgen unterwegs eine neue Bürste. Lionel und Lucy stürmten los. Aber Junge, ich komme auf diese graue Katze nicht klar, ne? Junge. Alter. Ich glaube, die will gar nicht los. Oh boy. Die fliegen einfach beide gerade. 2 Raketen einfach. Katzenraketen. Hinten kommt das Feuer da gerade raus. Geil. Green hielt sie zurück. Und Venox, dankeschön für 23 Monate. Bald blaue Mütze. Yeah. Dankeschön. Lucy, Lionel, wollt ihr wohl langsam und gesittet gehen? Ihr seid doch keine Straßenkatzen, sondern schöne und wohlerzogene Hauskatzen. Leider, lachten. Ja, schön weiß ich nicht. Komm, die graue sieht immer noch sehr weird aus. Die sieht halt wirklich, ich komme nicht drauf klar. Er sieht sie vielleicht eher so ein Wolfsjunge oder so. Er ist einfach Bolto oder so. Aber doch keine Katze. Lucy und Lionel, da seid ihr ja endlich. Alles einsteigen, rief Mrs. McDonald. Ach, wie ich mich freue, aus dieser stickigen und lauten Stadt rauszukommen. Nachdem sich Lucy, Lionel und Lorraine im Auto bequem gemacht hatten, brauste Mrs. McDonald gut gelaunt davon. Was steht da? Burmi Fashion? Sind das Tiere? Bunny Fashion! Deshalb sind das Hasen. Das sind Hasen. Habe ich schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. An mein altes Tagebuch. Bunny Fashion Chat. Bunny Fashion. Bunny Fashion. Und meine sehen sogar viel cooler aus. Als die von Dingo Pictures. Guckt euch diese, ja, der eine ist ein bisschen weird, Chat, aber ich war ein kleines Kind. Ja, er hat ein Messer und aufgeritzte Arme. Ich war ein Kind. Tschüss, Lucy und Lionel. Die Vögel, die kennen wir. Die kennen wir. Eine Schande, zwitscherten die Vögel. Wir werden Acapulco schon auf den Kopf stellen, rief ihnen Lucy vergnügt zu. Dein Persona, ja, Hasen. Alter. Alter. Alter, wieso? Mann. Gib dir... Oh, Mann. Was ist diese Spaghetti-Arme? Das ist einfach Octodad. Octomom einfach. Das ist einfach Octomom. Alter, Junge. Und das Geile ist, merke ich jetzt, die haben nur ein Auto gemalt. Hier sitzt schon die Katze drin. Da sitzt die Katze ja drin, sieht man ja, ne? Hinten gucken die Ohren raus. Und ganz am Anfang in der Startszene, wo das Auto kommt und die Katzen ja alle drin im Haus sind, sitzt die Katze schon drin. Auch schon. Die haben halt nur ein Auto gemalt, mit Katze schon.
Es gibt kein Autobild ohne Katze. Die Katze ist schon da. Und manchmal hat die weiße Haare, manchmal hat die schwarze Haare beim Autofahren. Ja, stimmt eigentlich, wie tief auch die Autotüren eigentlich sind, ne? Die sitzt schon mit ihrem Arsch so hoch, dass sie theoretisch rausfallen könnte, wenn das Auto ein bisschen hochhüpft, oder? Stimmt eigentlich, ne? Die Türen sind viel zu niedrig. Die sitzt, oder die sitzt viel zu hoch. Die sitzt auf so zwei Kindersitzen gleichzeitig. Und so Stelzen oder so. Ja, man kann die Hüfte. What the fuck? Was ist das für eine diabolische Ziege? Aber wir haben schon wieder was Neues. Den kennen wir auch noch, das ist kein Film. Der ist neu. Allegria! Einfach so eine diabolische Ziege, Junge. Und hey, V-Rex. McDonald, rief Rosa. Auf Wiedersehen, rief Mrs. McDonald. Jetzt hat er wieder schwarze Haare. Sie hat wieder schwarze Haare. Ist wieder die Octomom-Form. Den kennen wir! Erhol dich gut, Lorin, winkte der Igel. Okay, die fahren einfach durch die ganze Welt. Jetzt sind die in irgendeiner Wüste auf einmal gelandet. Die waren gerade in der Stadt, dann waren die auf dem Feld, jetzt sind die in der fucking Wüste. Die machen einfach eine Weltreise. Und der Song ist auch neu, ne? Auch wenn das so ein 10-Sekunden-Loop ist, aber der ist neu. Lucy und Lionel freuten sich, dass Mrs. McDonald ein Cabriolet besaß. So merkten sie nicht allzu viel. Boah, die Katzen sehen so scheiße aus, das ist insane. Also die graue halt, Junge, wie scheiße kann man nur eine Katze zeigen? Ich bin geschockt. Von der also wir hatten bisher ja super viele Tiere gehabt. Und die Tiere, ich meine ja, die Bienen waren sehr schrecklich. Aber Junge, ich meine, eine Biene irgendwie zu malen, dass die vielleicht süß aussieht, okay, vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Aber, Junge, eine Katze ist doch jetzt echt nicht so schwer. Come on. Was ist dieses Wesen hier? Hitze und die Fahrt verlief für alle recht angenehm. Den Song kennen wir. Gegen Abend erreichten Mrs. McDonald und ihre Katzen Acapulco. Ah, die Katzen. Ah. Ah. Ah, nein. Und wieso trägt die Mutter auf einmal nur so eine Maske? Einfach um bei Chatrobate das Gesicht nicht zu erkennen. Let's fucking go. Dort hatten sie ein Ferienhäuschen. Da unten ist einfach so ein Labyrinth. Sie waren kaum ausgestiegen, da wollte sich Lucy auch schon davon machen. Ich schaue mir mal eben nur kurz die Umgebung an. Ich bin sofort zurück, sagte sie. Nichts da, Lucy, du bleibst schön hier, befahl Lorraine. Jetzt wird erstmal ausgepackt. Lionel, du hilfst deiner Schwester. Lucy. Mal jetzt eine Katze. Ich kann jetzt auch keine hübsche Katze malen, aber ich produziere auch keine Animationsfilme. Das ist nicht mein Beruf. Sie und Lionel zuckten die Schultern und gingen zum Auto zurück. Und ich bin mir sicher, ich kann eine bessere Katze malen als die graue Katze. Safe. Mit der Maus sogar. Die Abenteuerlust hat Lucy von ihrem Vater, sagt. Mit der Maus, Chat. Ich habe keinen Stift oder so. Mit der Maus, ne? Das ist jetzt schon eine bessere Katze, Chat. Das ist jetzt schon eine bessere Katze. Oh. Das ist jetzt schon eine bessere Katze.
Ich finde es schon eine bessere Katze. Lorraine bekümmert zu Mrs. McDonald. Und da ist eine Katze. Er war auch ein richtiger Herumtreiber, aber äußerst charmant fügte sie es. Das ist eine echte Katze. Guck in die Kamera. Ja, ja, die Männer, lächelte auch Mrs. McDonald. Und kichernd wie zwei Schulmädchen gingen sie ins Haus. Nach dem Abendessen merkten Mrs. McDonald und ihre Katze erst, wie anstrengend die Reise gewesen war. Alle waren... Was? Tiere im Labor? Was? Hä? Hä? Von Dr. Jekyll, ja. Jekyll and Hyde. Tiere im Labor, okay. Und furchtbar müde und wollten nichts als schlafen. Gute Nacht, meine lieben Kätzchen. Schlaft schön, sagte Mrs. McDonald. Gute Nacht, Mrs. McDonald. Antworteten Lorraine, Lucy und Lionel und schliefen auf der Stelle ein. Wer ist das jetzt schon wieder? Das ist irgendeine andere Katze. Es gab doch keine. Es gab eine dunkelgraue Katze, eine weiße Katze und hier ist jetzt irgendwas dazwischen. Oh. Als Lucy und Lionel am nächsten Morgen erwachten, hatten Lorraine und Mrs. McDonald bereits das Frühstück zurechtgestellt. Hungrig schlapperten sie ihre Milch. Lucy, sagte Lorraine ganz streng zu ihrer... Ja, aber das war nicht die Weiße mit weniger Licht, weil die hat ja eine Schleife. Die hat gerade geschlafen, hat, hatte keine Schleife. Oder zieht sie sich nachts zum Schlafen aus? Tochter, hör jetzt mal genau zu. Heute Morgen erzählte der Milchmann, dass ich hier... Wieso ist sie irgendwie so wütend? Achso, wahrscheinlich tadelt sie jetzt. ...in der Gegend ein Katzenfänger herumtreibt. Doch nicht. Und besonders gern fängt er schöne und gepflegte Katzen, so wie du eine bist. Also, mach uns keinen Kummer, liebe Lucy, und bleib schön in der Nähe, so wie es sich für eine anständige Hauskatze gehört, fügte Mrs. McDonald hinzu. Aber das ist doch fürchterlich langweilig, beschwerte sich Lucy. Arme Lucy, sagte Lionel mitfühlend, ihm selbst macht es überhaupt nichts aus, in der Sonne zu faulenzen und zu lesen. Das Goethe. Kann ja heiter werden, dachte sie. Und Junge, diese Animation von dieser Pfote hier vorne. Guckt sie euch an. Verzog sich schmollend in eine Ecke. Junge, was ist das? Sieht aus wie so ein Elefantenrüssel oder so. Mrs. McDonald und Lorraine hatten es sich im Schatten bequem Die haben vergessen, ihre Augen auszumalen. Oder hatte die Augen gerade zu? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hat die Augen gerade zu? Oder schielt sie gerade nach rechts und guckt sich die Katze an? Die Augen könnten auch zu sein, ne? Das sieht aber irgendwie so aus, als würde sie schielen. Als würde sie nach rechts gucken, so. Also von sich aus nach links, nach unten gucken, oder? Oder sie ist besessen. Stimmt. Sie ist besessen und sie guckt so ganz nach oben. Das ist egal. Das ist wie diese Audio, Pranks, oder wie man die auch nennt, wo du das hörst, was du willst. So ist es hier, du siehst das, was du siehst. Wenn ich daran denke, dass sie gerade nach rechts unten schielt, dann schielt sie auch nach rechts. Wenn ich mir denke, sie ist gerade besessen und zieht ihre Augen ganz nach oben, dann sehe ich das auch. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass sie zu sind, dann sind sie zu. Hm, ich sehe alles. Wir waren schon bald eingeschlafen. Als Lucy die beiden Schnarchen hörte, schlich sie vorsichtig zu Lionel. Diese drei Vögel, flüsterte sie ganz leise. Ich verzieh mich mal für ein Stündchen. Lionel schaute erschrocken auf. Und der Katzenfänger? Mensch, Lucy, das kann gefährlich werden. Ach was, sagte diese. Ich kann doch auf mich aufpassen. Kann sie nicht. Geh ich nur mal kurz um die Ecke. Okay, Lucy, aber komm ja zurück, bevor Mama und Mrs. Ach, die Kinder von heute, ey. Die holt sich Crystal Meth, oder? McDonald aufwachen, sonst gibt's Ärger. Kannst dich auf mich verlassen, kleiner Bruder, flüsterte Lucy liebevoll und machte sich davon. Was ist diese scheiß Vögel? Wieso fliegen die einfach nur random immer? Hey, wieso ist sie wieder beim Bunny Shop? Die sind doch zum super weit gefahren. Die sind noch super weit mit dem Auto gefahren. Die ist einfach wieder zurück zu Hause in der Stadt.
da ist wieder der Bunny Shop hinten. Genau, aber ja, das stimmt eigentlich. Besser Crystal Meth als nur zu Hause drin sitzen und zu lesen, ja. Das haben meine Eltern damals nicht verstanden, so, ne? Lieber, dass sie mich, anstelle, dass sie mich zu Hause lassen und Videospiele spielen lassen, musste ich immer rausgehen mit Freunden, so. Und immer Crystal Meth zu uns nehmen, Junge. Hauptsache frische Luft. Was sind Bio-Hass? Was sind Bio-Hass? Sind das nicht fucking Zucchinis oder so? Was sind Bio-Hass? Und links daneben sind Esungs. Und da sind Melonen, die sind aber durchgestrichen und da waren früher mal Osops drin. Das soll Bio-Mais heißen. Biohazard, ja, ich glaube auch, eher Biohazard. Ja, aber das der vierte Buchstabe wäre ja mit sehr viel Fantasie ein M. Das ist ja definitiv ein H. Was steht hier? Holl. Ich kann auch nicht das lesen. Holle. Das seht ihr gar nicht wegen dem Cam, ne? Holle. Warte, ich mach mal so. Nein, falsche Szene. Nein, nicht du. Holland? Einfach nur Holland? Aber ist. Nee. Oder? Na. Hat doch keine Ahnung. Holla die Weinfee! Und das sind Biohass. Einfach einen toten Fisch gefunden. Da hinten liegt ein Stück Schinken. Ah ne, das ist ein Fass, ne? Ich dachte, das ist ein Stück. Alter. Okay. Oh je, erschrak Lucy. Schon 5 Uhr und rannte so schnell sie konnte. Die Vögel schon wieder! Ja, es sah aus wie ein Schinken. Wo warst du nur so lange? Joho! Was ist denn mit ihm los auf einmal? Junge, wie hässlich! Kann man nur Katzen zeichnen, das ist insane. Sie leider. Okay. Einfach alle Beine und Arme, alle Pfoten gespreizt einfach. Mama hat schon geblinzelt, gleich wacht sie auf. Außer Atem rollte sich Lucy zusammen, machte die Augen zu und tat so, als ob sie schliefe. Es war aber auch höchste Zeit. Lorraine war aufgewacht und auch Mrs. McDonald rieb sich die Augen. Nach einem kurzen, misstrauischen Blick auf Lucy blinzelte Lorraine Mrs. McDonald zufrieden zu. Na, sehen Sie, mit der Zeit wird Lucy doch noch ein richtig braves Katzenmädchen. Mrs. McDonald strahlt. Ich glaube, Mirkulus, Dankeschön für 10 Monate. Dankeschön. Ich glaube, das hat nicht viel mit Aristocats zu tun, ne? Das sind einfach nur Katzen. Aber es hat ja nichts mit Aristocats zu tun. Muss ja auch nicht unbedingt. Kann ja auch ein Original von denen sein. Oh je, dachte Lionel, wenn die wüssten. Schnell lief er hin. Was ist jetzt mit ihm los? Ist er müde vom Buchlesen oder was? Was ist mit ihm los? Ins Haus, damit niemand sah, wie rum. Ach, der Biaco leckt sich gerade. Ich dachte schon, what the fuck. Rot er geworden war. Aristocats mehr als Kat. Ja, aber bei Aristocats geht doch. Sind das doch tanzende, singende Katzen. Und hier geht es ja nicht um Tanzen und Singen. Hier geht es ja einfach nur, hey. Gab es einen Katzenfänger in Aristocats? Schon so lange her. Toy Story hat auch... Ja, aber die Prämisse war ja die gleiche. Da ist ein Junge, der hat sprechende Spielzeuge und der kriegt ein neues Spielzeug. Und dann wird das alte Main-Spielzeug eifersüchtig sein.
Das ist die Prämisse bei Toys war ja die gleiche trotzdem. Tag verlief wie der vorangegangene. Die spawnt einfach. Portal. Sobald Mrs. McDonald. Ja, wir haben den König der Löwen-Verschnitt hier gesehen. Und die Prämisse war auch ähnlich. Bei König der Löwen gab es vielleicht keinen Deal mit Computern und Modems und Druckern. Aber die Prämisse war ähnlich. Lorraine ihr Mittagsschläfchen hielten, ging Lucy auf Erkundungstour. Komm aber diesmal etwas früher zurück, rief ihr Lionel nach. Doch Lucy war bereits verschwunden. Ja, Mufasa, der Unterschied ist halt, Mufasa ist nicht gestorben. Mufasa ist nicht gestorben, aber der ist ja trotzdem vom Thron gestürzt worden und der Böse hat den Thron übernommen, der die ganze Zeit halt eifersüchtig auf ihn war und neidisch auf seine Herrschaft war. Ne? War ja auch so ähnlich. Munter spazierte sie die Straße entlang. Da ist Schinken! Plötzlich sah sie eine kleine Maus, die frech vor die ihr tanzte. Die kennen wir auch. Okay. Na, warte. Das Wichtige sind die Finger, Leute. Die Finger sind das Wichtige. Warte, die Finger, Chat? Die Finger? Die Finger sind wichtig, okay? Kleine Maus, die frech vor ihr hertanzte. Die Finger sind wichtig. Na, warte, rief Lucy. Die Finger sind. Dich krieg ich. Das doch ist die Maus war blitzschnell. Wichtiges Detail. Fang mich doch, kicherte sie. Fang mich doch ab. Sich um eine Ecke. Das haben wir gleich, rief Lucy, setzte zum Sprung an und... I love cats. Hörte Lucy eine tiefe, höhnische Stimme. Wen haben wir denn da, Hübsches? Das nenne ich einen gelungenen Fang. Fauch du nur, mein Schätzchen. Du kommst mir nicht davon, lachte der Katzenfänger. Brav gemacht, Judy, sagte er zu der Maus. Zu Hause wartet ein schönes Stück Käse auf dich zur Belohnung. Käse? Der hat mit der Maus zusammengearbeitet, Dora. Indessen wartete Lionel ungeduldig auf die Rückkehr seiner Schwester. Unruhig lief er auf und ab. Lionel, Lucy, wo steckt ihr? Oh je, jetzt ist es soweit, dachte Lionel. Hier bin ich. Und wo ist Lucy? Fragte Lorraine. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird er fragen, ob sein Vater wirklich ein Kater war oder ein Hund. Oder wieso sieht er so anders aus als seine Schwester? Ja, ich weiß nicht so genau. Eben war sie noch da, stotterte Lionel. Was ist denn los, Lorraine? Warum guckst du so böse? Lucy ist weg, sagte Lorraine erbost. Heute Abend geht sie ohne Essen ins Bett. Sei doch nicht so streng, Mama, bat Lionel. Manche Katzen brauchen eben ein bisschen mehr Freiheit als andere. Aber Katzen brauchen vor allem mehr Musik. Katzen brauchen. So geht das nicht. Ich habe Lucy verboten, wegzugehen. Und daran hat sie sich zu halten, fauchte Lorraine und ging wütend ins Haus. Deine Mutter... Aber will jetzt keiner... nach ihr suchen? Das Thema ist jetzt durch? Da hat recht, Lionel. Ihr seid schließlich nicht irgendwer, sondern wohlerzogene und gebildete Hauskatzen. Genau. Oh, deshalb liest er auch ein Buch immer. Lucy, seufzt Lionel, dass du auch immer für Ärger sorgen musst. Sie ist verloren, schade, kann man nichts machen, ja. Ein hübsches Kätzchen, hier sind wir. Die kommt einfach in den Knast. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in meinem Palast, sagte der Katzenfänger zu Lucy. Alter, das Geräusch. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in meinem Palast, sagte der Katzenfänger. Alter, das Geräusch. Er drehte sich um und stapfte davon. Lucy hörte, wie die Tür mit einem lauten Knall zufiel und der Schlüssel am Schloss umgedreht wurde. Oh je, da habe ich mir ja was Schönes eingebrockt, murmelte sie verzagt. Und jetzt wirft Oscar von oben den Schlüssel rein und dann geht das Abenteuer los. Yeah. Sie schaute sich um. Sie war allein. Keiner war da, der ihr helfen konnte. Was ist diese Musik? Am Abend wurde ja... Hört euch den Track nochmal an, in Ruhe. Oh je, da habe ich mir ja was Schönes eingebaut. Konzentriere dich auf den Track. Sie verzagt. Sie schaute sich um. Sie war allein. Keiner war da, der ihr helfen konnte. Am Abend wurde ihr ein kleines Schälchen Milch zugeschoben.
Hungrig machte sich Lucy darüber her, und obwohl sie es nicht für möglich gehalten hätte, war sie kurz darauf eingeschlafen. Was ist diese Musik? Langsam mache ich mir doch so. Auf einmal, die Katzenmutter ist auf einmal 12 geworden. The fuck? Morgen um Lucy, sagte Loreen zu Mrs. McDonald. Es wird schon dunkel. Und dann ist ja da noch die Geschichte mit dem Katzenfänger. Arme Lucy, sie ist bestimmt gefangen worden, heulte Lionel los. Ach, bevor wir uns unnötig aufregen, rufe ich bei der Zeitung an und erkundige mich, ob der Katzenfänger überhaupt noch hier in der Gegend ist. Unruhig liefen Lionel und seine Mutter derweil im Zimmer auf und ab. Schlechte Nachrichten, sagte Mrs. McDonald mit belegter Stimme, als sie zurückkam. Ein Mann hat beobachtet, wie eine Katze, auf die die Beschreibung von Lucy haarklein passt, vom Katzenfänger weggeschleppt wurde. Mein armes Kind, jammerte Loreen und fing an zu weinen. Und auch nein. Das Mutter eine Träne die Wange hinunter. 4 mal 7 ist 15. Lauter Angst und Sorge um Lucy tat diese Nacht keiner auch nur ein Auge zu. Diese wird mit V geschrieben. Hallo, mein schönes Fräulein. Hallo, mein schönes Fräulein. Oh, geht jetzt der Aristocats-Part los? Du hast erst heute Morgen den Film geschaut, also den Originalen. Das ist ja sick. Nie hätte ich erwartet, so viel Liebreiz in diesen tristen Hallen zu finden. Benommen blinzelte Lucy sich den Schlaf aus den Augen. Wer bist du denn? Fragte sie und rümpfte die Nase. Bäh, eine Badewanne hast du wohl schon lange nicht mehr gesehen. Bäh! Na, na, nicht so unhöflich, sagte der Kater beleidigt. Na, es soll Katzen geben, die werden nicht von irgendwelchen Frauchen und Herrchen verwöhnt, sondern müssen sich selbst um ihren Lebensunterhalt kümmern. Und dazu gehöre ich, du verwöhntes Prinzesschen. Entschuldigung, sagte Lucy. Fertig, Entschuldigung. Ist nicht so gemeint. Bist du auch gefangen worden? Ja, leider, war meine eigene Doofheit. Ich hatte solchen Hunger und da sah ich plötzlich eine wunderschöne, appetitliche kleine Maus direkt vor meiner Nase. Genau wie bei mir, sagte Lucy seufzend. Hast du eine Ahnung, was jetzt weiter mit uns passiert? Naja, wenn man wie ich auf der Straße lebt, hört man so allerhand. Ja, mach's nicht so spannend, erzähl schon, drängelte Lucy. Schöne und wohlerzogene Katzen, so wie du eine bist, werden teuer verkauft, erzählt man sich. Ah. Wenn du Glück hast, kommst du in eine nette Familie. Ich habe aber bereits eine nette Familie und will auf keinen Fall verkauft werden, Nein, er frisst nicht Lucy. Er wird verkauft. Lucy wird verkauft, Mann. Fragte Lucy empört. Der Kater zuckte die Schultern. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Ignorant, zischte Lucy. Aber mit dir hat der Katzenfänger doch bestimmt was anderes vor. Schön und wohlerzogen bist du ja nicht. Der Kater grinste. Du hast recht. Mich räudigen Straßenkater kann man schlecht an eine nette Familie verkaufen. Und genau deshalb gehst du nicht raus, Bianco. Verstanden? Genau deshalb. Nein, ich komme in ein Labor für Tierversuche. Okay. What the fuck? Das war ein Twist. Es gab das Foreshadowing, ne? Tiere im Labor. Es gab das Foreshadowing. Wie der Erzähler das gesagt hat, klang er fast fröhlich. Ja, Mann. Eine nette Familie verkaufen. Nein, ich komme in ein Labor für Tierversuche. Und dann die Musik. In ein Labor für Tierversuche? Fragte Lucy entsetzt. Jawohl, sagte der Kater. Ich nehme an, ich soll dort versuchen, was mir am besten schmeckt und am gesündesten für mich ist. Heilige Einfalt, sagte Lucy. Weißt du denn wirklich nicht, was in einem Labor für Tierversuche passiert? Du wirst umgebracht. Mein Bruder Lionel, der ungemein gebildet ist, hat ein Buch mit vielen Bildern über solche Labors. Die Tiere werden so lange gequält, bis sie sterben. Aufmachen, auf! Wieso ist die auf einmal so riesig geworden? Wieso ist die auf einmal so riesig geworden? Was passiert hier? Gar keinen Bock mehr auf Tierversuche, ja, Mann. Aufmachen, ich will raus hier. Also, so geht das nicht, sagte Lucy. Wir müssen uns schon. Ja, Mann, so geht das nicht. So gehen Türen nicht auf. Aber das ist ja okay, du bist ja dumm. Und ich bin ja schlau, weil ich habe eine gute Erziehung genossen.
Und Ninja-Key, danke für 2 Monate. Etwas Besseres einfallen lassen. Ach übrigens, ich heiße Lucy und du? Wo kommt der Bär plötzlich her? Charlie stellt sich Charlie. Vater vor. Entschuldige, dass ich eben so ausgeflippt bin. Ist schon gut, meinte Lucy. Wäre ich an deiner Stelle auch. Also, nun lass uns mal überlegen. Lucy und Charlie stecken die Köpfe zusammen und tuschelten ganz leise. Schabba. Fantastisch, lachte Charlie. Ich sehe schon, du bist nicht nur hübsch, sondern auch klug. Lucy war geschmeichelt. Wann soll... Diese Stille. Erstmal sacken lassen. Die Aktion starten, fragte Charlie. Ja, sofort. Wir dürfen keine Zeit verlieren, sagte Lucy bestimmt. Fang an. Hilfe, Hilfe, rief Charlie, Hilfe! Oh, bekommt jetzt hier so ein Dingens? Oh, ich bin krank, bitte, ich brauche Hilfe. Und jetzt greifen die an, oder? Was ist denn das für ein Lärm, schimpfte der Katzenfänger und stapfte wütend in den Raum. Da schauen Sie nur, Lucy ist krank, ich glaube, sie stirbt, oh je, Hilfe! Halt! Okay! Sie ist aber tot. Stapfte wütend in den Raum. Da schauen Sie nur, Lucy ist krank. Ich glaube, sie stirbt. Oh je, Hilfe. Alter. Sie kann das echt gut, Mann. Sie kann das echt gut. Hilfe. Halt die Klappe, das kleine Fräulein simuliert wohl, sagte der Katzenfänger. Aber etwas beunruhigt war er doch. Ich habe mir doch nicht all die Arbeit gemacht, damit das Biest krank wird und ich sie nicht mehr verkaufen kann. Wie Lucy es vorausgesagt hatte, beugte er sich über sie. Im selben Moment sprang Charlie los und... Oh, shit. Wie heißt dieser Anime? Das fucking Naruto. Was für Anime? Aua, 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 rief der und hielt die Hände schützend über sein Arschloch. Augenblick hatte er Charlie. Das war einfach heute. Das war heute Poppy beim Einkaufen, oder? Und bis den aua, rief der und hielt die Hände schützend über sein allerwertesten. Für einen kurzen Augenblick. Dieses Schreien, Mann! Die Hände schützend und biss den Katzenfänger. Aua, rief der und hielt die Hände schützend über seinen allerwertesten. Für einen kurzen Augenblick. Rief der und hielt die Hände schützend über seinen allerwertesten. Für einen. Das sieht hier so gezeichnet, sieht das halt nicht aus, als würde er nach hinten auf sein Ass graben. Es sieht einfach so aus, als wäre das hier einfach der Bauch. Und das sind ganz normal die Arme vor seinem Bauch. Oder? Das sieht halt nicht so aus, als würde er nach hinten greifen. Das ist einfach nur sein Bauch hier. Er hat die Hose ein bisschen höher gezogen. Da fangen zumal die Beine an. Und einfach die... und einfach die Hände nach vorne gehalten. Kurzen Augenblick hatte er Charlie und Lucy... Der Gefängnisausbruch. Epic. Nichts wie nach Hause, rief Lucy im Laufen. Du kommst noch mit, Charlie? Warte, wenn ich nach... Stimmt, die Daumen sind falsch rum. Ja, deshalb sieht das so aus. Stimmt. Weil wenn ich hier nach hinten greife, dann müssen ja die Daumen nach unten sein. Stimmt. Stimmt, ja, die Daumen sind falsch rum. True, true. Ja, true. Für einen kurzen Augenblick hatte er Charlie und Lucy ganz vergessen. Nichts wie nach Hause, rief Lucy im Laufen. Du kommst noch mit, Charlie? Oh, diese Scheißvögel. Traurig stand Mrs. McDonald, Loreen und Lionel vor dem Haus. Wo ist ihr Arm hin? Sie hat einfach einen Arm verloren. Was passiert denn hier? Während sie im Knast waren, musste sie ihren Arm verkaufen? Was ist hier passiert? Sie musste ihren Arm verkaufen. Junge. Loreen und Lionel vor dem Haus und schauten suchend die Straße entlang. Lasst uns nach Hause fahren. Dieser Urlaub ist... Ey, alle Emotionen in diesem Spiel werden mit einem wackelnden Kopf dargestellt, oder? Weinen, lachen, alles wird mit nur einem Wackeln dargestellt, oder?
Alles. Wie gründlich verdorben, sagte Mrs. McDonald. Aber vielleicht kommt Lucy doch zurück, protestierte Lionel. Ach, Lionel, du hast doch gehört, dass jemand gesehen hat, wie der Katzenfänger Lucy hinter sich herzog. Nun kommt schon, ihr beiden, bevor euch auch noch was zustößt, sagte Mrs. McDonald. Oh, die sind jetzt alleine gefahren. Lucy und Charlie angerannt. Halt, halt, rief Lucy, bleibt stehen, anhalten, anhalten. Doch weder Mrs. McDonald noch Loreen noch... Mann, dieses scheiß Bild jetzt. Dieses scheiß Bild jedes Mal, diesen fucking Tentakel haben, ey. Doch Lionel hörten sie. Sie waren schon zu weit weg. Verflixt und zugenäht. Was machen wir denn jetzt? Alleine finde ich nie nach Hause, heulte Lucy. Na, na, Prinzesschen, wer wird denn gleich weinen? Das Schlimmste haben wir doch schon überstanden. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben wollen, sagte Charlie zu Lucy. Halt auch, die haben wirklich auch gar nicht gesucht, ne? Die haben gar nicht gesucht, die haben einfach direkt aufgegeben, ja? Die haben gar nicht gesucht, gar nichts. Einfach nur, ja, Katze ist weg, kommt die wieder? Nee, die kommen nicht wieder, lass abhauen, Digga. Aber ich kenne doch den Weg gar nicht. Und es ist vor allem, weil sie ja wissen, es gibt einen Katzenfänger. Wieso gehen sie zu diesem Katzenfänger oder fragen die Leute nach dem Katzenfänger, wenn sie ja wissen, es gibt einen hier? Francisco, ach, wir schaffen's schon. Du siehst vielleicht etwas zerrupft aus, wenn wir bei deiner Familie ankommen, aber deine Mama wird dich schon wieder aufpäppeln. Doch Lucy blieb... Ich glaube auch, die wollten die eigentlich loswerden, ne? Weil die ja so sich so scheiße benommen hat. Die wollten die eh loswerden. Mrs. McDonald's wollte sie loswerden. Entschlossen sitzen. Na komm schon, Lucy, rief Charlie gut gelaunt. Einmal musst du die Welt ja kennenlernen. Ich verspreche dir, es wird bestimmt lustig. Langsam kehrte Lucys Abenteuerlust zurück. Also gut, Charlie, let's... Wie sie aufsteht, das sieht echt komisch aus. Wäre so ein Transformer, Alter. Autobots! Assemble! Ich verspreche dir, es wird bestimmt lustig. Langsam kehrte Lucys Abenteuerlust zurück. Also gut, Charlie, let's go. So, let's go! Viel besser, lachte Charlie. Ich kann Englisch. Wieso ist die auf einmal so riesig? Das ist doch ein Kitten. Und Charlie ist doch erwachsen. Wieso ist auf einmal das Kitten so riesig? Ja, wie lange wird die Szene noch? Es passe. Ha, einen von den beiden kenne ich. Du sollst mal sehen, wie schnell die sich davon machen, freute sich Lucy und fauchte die Hunde an. Aber dieses Mal rannten sie nicht davon, sondern kläfften. Die sehen nicht so aus, als würden die wirklich motiviert bellen, oder? Die sehen echt demotiviert aus, wenn bellen. Bam, 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 bam. Sollen wir gehen? Ja, noch ein bisschen. Okay. Bam, 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 bam. Naja, heute sind sie ja auch zu zweit, meinte sie entschuldigend zu Charlie. Du musst noch viel lernen, Lucy, lachte dieser und wandte sich an die beiden Hunde. Was ist das für eine Pose, ey? Die bellen aus gesellschaftlichem Druck heraus, ich glaube auch. Hört mal, ihr beiden, so von Tramp zu Tramp. Wir wollen nach San Francisco. Von Champ zu Champ, okay. Soll das eine Parodie sein? Nee, das war damals legit. Das wurde so gemacht, wurde als VHS verkauft, lief im Deichmann. Habt ihr eine Idee, wie wir am schnellsten hinkommen? Nach Frisco wollt ihr. Also, die Eisenbahn könnt ihr vergessen. Was steht da? Wer ist Chick? Wie? Und dann irgendwas Chick? Was für ein Chick, Junge? Ach, von Tramp zu Tramp. Ich hab verstanden, von Champ zu Champ. War schon verwirrt, Alter. Hört mal, ihr beiden, so von Tramp zu Tramp. Ja, okay, ja, Tramp, Tramp, ja. Wir wollen nach San Francisco. Habt ihr eine Idee? Ja, von Pog zu Champ. Von Pog zu Champ. Wie wir am schnellsten hinkommen? Nach Frisco wollt ihr. Also, die Eisenbahn könnt ihr vergessen. Die stöbern jeden blinden Passagier auf und stecken ihn ins Tierheim, sagte der Kleinere. Ärgerlich. Verdammt, sagte Charlie. Im Eisenbahnwaggon zu reisen hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, ja, die Zeiten sind schlecht geworden, sagte der Ältere. Früher war alles besser. Ich schätze, ihr müsst wohl oder übel zu Fuß gehen. Aber haltet euch von der Hauptstraße fern. Die Autofahrer sind so rücksichtslos geworden, dass ihr eures Lebens nicht sicher seid. Erst neulich ist ein Freund von uns überfahren worden. Okay.
Tja, das klingt ja nicht so toll. Trotzdem, vielen Dank. So mitfühlend. So mitfühlend. Oh, das klingt jetzt echt nicht so toll, ne? Aber jo, let's go. Sagte Charlie. Ist schon gut und haltet die Ohren. Ist schon mies gelaufen, Jungs, oder? Ist schon echt doof, ne? Aber los, wir müssen los, ne? Haut rein. Steif verabschiedeten sich die Hunde. Hat er gerade die Ohren, Dank, sagte Charlie. Die Ohren steif? Ist schon gut und haltet die Ohren steif. Haltet die Ohren steif. Lucy und Charlie waren von der Hauptstraße. Haltet die Ohren steif. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Serie war. Dieses scheiß Intro. Haltet die Ohren steif. Über die Felder. Diese dummen Vögel. Captain N. Megaman war das. Ah. Schau mal, Lucy, rief Charlie. Die levitaten einfach übers Gras. Schau mal, Lucy, rief Charlie. Ein Heuwagen, mit dem fahren wir ein Stück. Ach, das sind Beine vorne. Ich war gerade verwirrt, was das ist. Aber ja. Aber eigentlich sollten die Beine nicht auf dem Boden, aber okay, vielleicht ist das, vielleicht ziehen die den. Moment, vielleicht sind das Pferde. Das sind vielleicht gar keine Menschen. Weil das sieht aus wie Schuhe, die so runterbaumeln, so Füße, die runterbaumeln, ne? Aber vielleicht sind das auch Pferdehufen. Der Heuwagen war auch im Original. Oha. Wann singen die? Und hey, Benexlo. Liebe Mutti, wir nehmen die Leute aus der Stadt, ihr habt sie beachtet. Was? Was? Fahren wir ein Stück. Liebe Mutti, wir nehmen die Leute aus der Stadt, ihr habt sie beachtet. Was? Mit dem fahren wir ein Stück. Liebe Mutti, wir nehmen die Leute aus der Stadt, ihr habt sie beachtet. Wo müsst ihr denn hin, die Leute aus der Stadt? Wagen, mit dem fahren wir ein Stück. Liebe Mutti, wir nehmen die Leute aus der Stadt, ihr habt sie beachtet. Die Leute aus der Stadt haben es überall? Wo müsst ihr denn hin, die Leute aus der Stadt, die haben es überall? Mit dem fahren wir ein Stück. Liebe Mutti, wir nehmen die Leute aus der Stadt, ihr habt sie beachtet. Und wieso? Wieso ist das? Wieso fährt er die Kutsche? Er ist doch in der Erde drin. Wo wollt ihr denn hin? Die Leute aus der Stadt haben es immer eilig. Ah. Ja, das kann gut möglich sein, ne? Aber. Heuwagen, mit dem fahren wir ein. Aber wieso ist der Maulwurf derjenige, der die. Hä? Stück. Hä, wieso steuert er die. Hä? Ist doch ein Maulwurf. Wenn es jetzt irgendwie ein Pferd wäre oder so. Ja, die kamen nicht nur in Goldie vor, das waren auch die Gastarbeiter in König der Tiere, waren die auch, ja. Das nicht komfortabel ist. Das ist einfach der Berg aus Ocarina of Time, der Todesberg da oben. Freute sich Lucy. Auf dem Hof wartete der Bauer auf die Ankunft des Wagens. Hä, was war jetzt mit dem Maulwurf? Okay. Er wollte noch vor Einbruch der Dunkelheit abladen. Diese scheiß diabolische Ziege. Mit ihrer komischen, runden Clownsnase, die aber nicht rot ist, sondern schwarz. Alles in Ordnung, fragte er, als das Pferd und der Esel anhielten. Klar doch, sagte der Esel. Der ist im Boden außerhalb der Kutsche. Ja, aber was hat er mit der Kutsche? Die wollen mit der Kutsche fahren und der Maulwurf fragt, wo die hinwollen und nicht diejenigen, die die Kutsche bedienen. Esel. Und das Pferd wieherte bestimmt. Die haben doch auch sogar Bilder von Pferden und Eseln. Kennen wir doch schon aus den anderen Teilen. Wieso fragen nicht die oder so? Hä? Der Maulwurf wäre komplett random. Stetige. Na, dann wollen wir mal, sagte der Bauer. Boah, sieht der scheiße gezeichnet aus. What the fuck ist mit seinem Gesicht passiert? What the fuck? Und stieß mit der Heugabel zu. Aua, brüllte Lucy erschrocken. Das soll mich doch der Schlag treffen. Zwei blinde Passagiere, staunte der Bauer. Na, wartet, wenn ich euch erwische. Ach, Maulwurf ist Manager, ah. Rief Charlie. Wir haben den Bauer längst abgeschüttelt. Zitternd ließ sich Lucy auf den Boden nieder. Hast du das gesehen? Der Maulwurf ist quasi wie, es gibt so eine, ganz viele Maulwürfe, die stehen an so ganz vielen Stationen. Und dieser Heuwagen ist immer wie so ein Bus. Und das sind immer die Tickets holen oder so. Er wollte mich glatt aufspießen. Ich bin bestimmt ganz schlimm verletzt.
Der war nicht oben drauf, der war unten auf dem Boden. Und hat das. Da, das ist unten auf dem Boden einfach. Das Gras, das Erde. Das ist einfach nur auf dem Boden. Zu. Aua, brüllte Lucy erschrocken. Das soll mich doch der Schlag treffen. Das soll mich doch der Schlag treffen. Staunte der Bauer. Na wartet, wenn ich euch erwische. Na wartet, wenn ich euch erwische, dann spieße ich euch richtig auf. So warte doch, Lucy, warte, rief Charlie. Wir haben den Bauer längst abgeschüttelt. Zitternd ließ sich Lucy auf dem Boden nieder. Hast du das gesehen? Der wollte mich glatt aufspießen. Ich bin bestimmt ganz schlimm verletzt. Quatsch. Außer einem gewaltigen Schrecken hast du nichts abgekriegt, grinste Charlie. Also ich finde das gar nicht lustig, regte sich Lucy auf. Sag mir lieber, wie es jetzt weitergehen soll. Ich bekomme allmählich Hunger. Das kann ein Problem werden, meinte Charlie und schaute sich um. Nur Grünzeug in Sicht. Wie ich die Sache so sehe, essen wir heute vegetarisch. Vegetarisch? Soll das ein Witz sein? Empörte sich Lucy. Ich will mein Fleisch! Sie ist ein fucking Fleischi. Hab fick dich verstanden, wo? So sehe, essen wir heute vegetarisch. Vegetarisch? Ja, das vegetarisch klingt ein bisschen weird. Vegetarisch? Grünzeug in Sicht. Wie ich die Sache so sehe, essen wir heute vegetarisch. Vegetarisch? Alter. Soll das ein Witz sein? Empörte sich Lucy. Vegetarisch ist gar nicht schlecht. Wo kommt er denn jetzt her? Wo kommt er denn jetzt her auf einmal? Bimmelte ein kleiner Hase, der direkt neben ihnen saß. Kommt mit, ich kenne ein prima Rübenfeld. Ist nicht weit. Rüben, stöhnte Lucy und verdrehte die Augen. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, Madame, sagte Charlie. Genüsslich kaute der Hase an einer riesigen Moorrübe und auch Charlie hatte sich bereits eine Rübe. Wer sagt denn Moorrübe dazu? Aber okay. Damals war vegetarisch noch neu. Da wussten nicht alle, wie man das ausspricht. Vegetarisch? Warum essen sie nicht einfach den Hasen? Stimmt eigentlich, smart. Ins Maul gesteckt. Gar nicht so schlecht, hab schon schlechter gegessen, meinte er. Lucy saß missmutig dabei und wollte nichts fressen. Sie hat sich wieder transformiert. Also Prinzessin, es geht mich ja nichts an, sagte Charlie endlich. Wenn du verhungern willst, ist das deine Sache. Aber eigentlich hätte ich gar... Moorrübe über Karotte. Wer Moorrübe über Karotte sieht, ist selber ein Moor. Aha. Ganz gern deine Familie kennengelernt. Und wenn du vor Hunger stirbst, geht das ja wohl nicht mehr. Lucy fauchte Charlie wütend an. Okay, faucht sie an. Und begann erst zaghaft, doch dann immer gieriger zu knabbern. Na seht ihr, es schmeckt euch, sagte der Hase stolz. Fresst euch nur satt. Um die Zeit kommt hier niemand mehr vorbei. Und bevor Charlie und Lucy sich bedanken konnten, hoppelte der Hase davon. Zeit zu schlafen, meinte Charlie, als sie satt waren. Mann, die Vögel sind auf einmal in der Hölle. Nur hinten brennt's einfach. Die kommen einfach aus der Unterwelt angeflogen. Junge. Lucy war sofort einverstanden und zufrieden kuschelten sie sich unter einen Busch. Die kommen aus dem Nether. Bei Sonnenaufgang zogen die beiden Reisenden weiter. Wie oft, wurde die dummen Hasen reused. Alles wird hier reused, aber was mich am meisten fragt, sind diese dummen Vögel, die alle 2-3 Minuten vorkommen. Die Vögel, die fliegen einfach nur, die reden nicht, die fliegen einfach nur. Das sind einfach 3 Vögel, immer dieselbe Animation, alle 2 Minuten. Einfach so. Die haben nicht mal irgendwie plotrelevantes was. Die sind einfach nur da. Die fliegen jedes Mal für 5 Sekunden. Lucy taten schon bald die Pfoten weh. Wenn ich schon den ganzen Tag laufen muss, Leute kennen wir auch. Was Ordentliches zu fressen haben, maulte sie. Von alleine kommt nichts, sagte der Kater. Versuchen wir ein paar Mäuse zu fangen. Aber so sehr sie sich bemühten, es gelang ihnen einfach nicht. Ist einfach in Panik gerade. Schon wieder diese Finger. Genau das hier.
ich muss jedes Mal daran denken, bei dieser Maus, wenn diese Animation, diese Maus, wartet, ich zeige euch nochmal die Animation von der Maus. Bemühten, es gelang ihnen einfach nicht. Zeige euch nochmal die Animation von der Maus. Nein. So, erstmal das hier. Aber so sehr sie sich bemühten, es gelang ihnen einfach nicht. Ihr seht's, ne? Ihr habt die Animation gesehen. Und jetzt? Jetzt das hier. Jetzt das hier. Ich muss die ganze Zeit immer daran denken, an dieses Pikachu-GIF. Immer an dieses Pikachu-GIF. Das ist auch eine Maus, Chat. Ich glaube, die haben das übernommen. Die Leute, die Pikachu damals gemalt haben, das waren Dingo-Picture-Fans. Und Rapture, dankeschön für 20 Monate. Fritz hat das auch gemacht. Ja, Fritz hat es nur mit der Zunge gemacht, aber nicht mit den Fingern. Und ich musste beim ersten Mal schon an Pikachu denken. Und jetzt schon wieder. Wobei, ich muss sagen, in meinem Kopf war es nicht Pikachu. Ich konnte mich an dieses GIF erinnern, mit diesen Fingern und mit dieser Zunge. Aber irgendwie war es in meinem Kopf SpongeBob. Aber es war Pikachu, ja. Beides gelb. Psst, machte Lucy plötzlich. Dort drüben. Nur ein paar Meter entfernt saß ein Eichhörnchen auf der Erde und sonnte sich. Okay, sagte Charlie. Ich zähle bis drei und dann springen wir. Werden wir gleich sehen, wie sie so ein Eichhörnchen oder so eine Maus zerfleischen? In Ordnung, flüsterte Lucy. Eins, zwei, drei und los. Du hast zu laut gezählt. Was war diese Musik? Wie so eine Quizshow. Wie so eine Quizshow, so Jeopardy von früher oder so. Und das sind die heutigen Kategorien. Drei und los. Und dann so eine Tafel, die aufgeht. Du hast zu laut gezählt, beschwert. Dann so eine Tafel, die aufgeht, da kommen so ganz viele Begriffe. Der sich Lucy, jetzt ist es verschwunden. Ihr müsst ja fürchterlichen Hunger haben, wenn ihr Eichhörnchen fressen wollt. Allerdings, wir haben seit Tagen nichts Ordentliches mehr in den Magen bekommen, bestätigte Charlie. Dann geht doch einfach zu Mario. Das ist der beste Koch der Welt. Dort gibt's Fleischreste, so viel ihr wollt. Und nur Mario. Vom Feinsten schlug ihnen das Eich. Ist das ein Italiener? Ist Mario ein Italiener? Aber wir kennen doch schon Mario. Mario war doch der Katzenfänger. Hörnchen vor. Fleischreste vom Feinsten, rief Lucy begeistert und rannte davon. Ihr müsst nur geradeaus gehen, rief ihnen das Eichhörnchen noch hinterher. Im Wald. Ihr müsst geradeaus gehen. Im Wald. Ja. Würden Sie sich bitte essen lassen, Herr Eichhörnchen? Ja. Ristorante da Mario, buchstabierte Lucy ganz ehrfurchtsvoll. Dort, flüsterte Charlie und zeigte auf die Mülltonnen. Wie hat Mario einen kleinen Chinesen neben sich? Hä? Wieso hat er beim Kochen seinen Arm um ihm? Und warum sind Marios Hände so mini klein? Aber seine Arme so breit, aber auch so kurz. Und dann steht jetzt einfach so ein kleiner nackter Chinese neben ihm. Ich check's nicht. Was kocht er da? Das ist Pizza bestimmt. Das ist doch Mario. Das ist so Ristorante da Mario. Der macht bestimmt eine Pizza. Ja, Pizza in der Pfanne. So eine Spaghetti-Pizza. Ristorante da Mario, buchstabierte Lucy ganz ehrfurchtsvoll. Dort, flüsterte Charlie und zeigte auf die Mülltonnen. Spaghetti macht man auch nicht in der Pfanne, ne? Ja, scheißegal. Ohne sich umzuschauen, rannte Lucy los.
Sind die neu? Die sind neu, oder? Fluchte Charlie. Jetzt hat sie mit ihrer Gier alles verdorben. Aufgeschreckt durch den Lärm der Gänse war Mario nämlich vors Haus gekommen. Schnell, Lucy, nicht. Der Boss kommt einfach. Da müsste jetzt Dark Souls Bossmusik kommen und so eine Bossleiste auftauchen. Der Boss kommt raus. Nichts wie weg, rief Charlie. Aber nicht doch, rief Mario sie zurück. Ich liebe Katzen. Ihr seid hungrig. Was wollt ihr speisen? Ich habe wunderbare Thunfischpizza. Thunfischpizza, seufzten Lucy und Charlie und leckten sich die Lippen. Dauert nur einen Moment, sagte Mario. Was? Also, ich weiß, Hände zeichnen ist schon schwer, so, ne? Es ist nicht einfach, ne? Hände zeichnen ist halt nicht einfach, ne? Aber, come on. Come on, Jungs. Komm schon. Kommt schon. Was ist das? Das geht doch besser. Was ist das? Es ist einfach irgendetwas. Junge. Momento, sagte Mario. Und nun lasst es euch schmecken. Da ist kein Thunfisch drauf. Okay. Fantastico, sagte Lucy. Fantastico! Oh, Lucy kann auf einmal Italienisch. Satt war. Wenn wir jetzt noch ohne uns Blasen zu laufen nach San Francisco kämen, wäre ich die glücklichste Katze der Welt. Nach San Francisco wollt ihr? Fragte Mario. Kein Problemo. Alle Schiffe unten am Hafen fahren nach San Francisco. Und der Kapitän lässt nicht nach blinden Passagieren suchen? Fragte Charlie zweifelnd. Wo sind die denn hingereist, dass die nach Francisco mit einem Schiff kommen können? Wo sind die denn hingereist? Oh, no, no. Der hat Besseres zu tun. Es ist ganz einfach, glaubt mir. Lucy und Charlie bedankten sich und machten... Ach, die sind in Italien. Ach, die Vögel schon wieder! ...sich auf den Weg zum Hafen. Viel Glück, rief ihnen Mario nach. Aber, wer war jetzt der Chinese? Wer war der Chinese? Wieso war da so ein Chinese? So ein Nackter? Hä? Ich versteh's nicht. Und sie hatten Glück. Sie fanden ein Schiff, das gerade ablegen wollte. Alle waren so beschäftigt, dass sich keiner um zwei streunende Katzen kümmerte. Lucy und Charlie fanden ein herrliches Versteck, wo sie es sich bis zur Ankunft in San Francisco gemütlich machten. Seit Tagen schon saßen Mrs. McDonald, Lorraine und Lionel traurig im Wohnzimmer und ließen die Köpfe hängen. Mir ist überhaupt nicht nach Besuch zumute. Lorraine, geh du bitte. Mir kommt das bekannt vor, wo lief denn sowas? Im Deichmann. Bitte und sag, ich würde mich nicht wohlfühlen. Lorraine erhob sich und ging aus dem Zimmer. Wir kaufen nichts, sagte Lorraine, als sie zwei zerrupfte. Wir kaufen nichts! Lorraine, geh mal an die Tür! Wir kaufen nichts! Die Straßenkatzen vor sich sah und wollte ins Haus zurück. Aber kennst du mich denn nicht? Fragte Lucy entgeistert. Ich bin's, Lucy! Ungläubig starrte Lorraine die kleine, verdreckte Katze an. Lucy, rief Lionel außer sich vor Freude. Was passiert mit Lionel? Mama, es ist tatsächlich Lucy! Was passiert mit ihm? Da erkannte auch Lorraine ihre Tochter und strahlte übers ganze Gesicht. Früher war ich immer pisst, dass meine Eltern mich nie in die Fernsehecke gelassen haben, aber vielleicht war das gar nicht so schlecht. Wieso haben die dich nicht in die Fernsehecke gelassen? Und wo war das schlecht, hä? Das ist doch Kunst. Ich will meine Katze jetzt auch abrichten, dann kann sie Pakete annehmen und muss nicht immer zur Tür. Bianco geht zur Tür.
Es klingelt. Wir kaufen nichts! Mrs. McDonald, Mrs. McDonald, rief Lionel ganz aufgeregt. Lucy ist wieder da. Und wer sind Sie? Fragte Lorin Charlie. Oh, werden Sie jetzt Charlie adoptieren? By the way, Charlie ist einfach wieder geschrumpft. Also jetzt ist auf einmal Charlie genauso klein. Der war die ganze Zeit erwachsener Kater, jetzt ist auf einmal wieder klein. Charlie ist mein Name, gnädige Frau. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ohne Charlie wäre ich dem Katzenfänger nie entkommen, erzählt Lucy. So sieht irgendwie Lucy so aus, als wäre sie einfach ein riesiges Kitten, oder? Oder als wäre sie eine Katze mit einem riesigen Kopf. Aber sie ist ja irgendwie so ein Kitten. Aber was ist ein riesiges Kitten? Oder Charlie ist eine Minikatze. Ha. Aber vor allem jetzt das mit, noch mit dem Zaun da hinten, dass die einfach so riesig sind, so größer als ein Zaun sind. Das sind einfach gigantische Katzen. Er darf doch bei uns bleiben, oder? Wenn er Lucy geholfen hat, kann er hier bleiben, solange er will, sagte Mrs. McDonald. Adoptiert. Irgendwie erinnert er mich an den Vater von Lucy, flüsterte. Was? Okay, was? Das ist der Vater? Das ist der Plot-Twist. Ja. Charlie ist eigentlich der Vater. Sagte Lorraine Mrs. McDonald zu. Ich glaube, wenn er sich mal richtig gewaschen hat, sieht er äußerst attraktiv aus. Willst du wirklich bei uns bleiben? Fragte Lionel. Die heiraten jetzt einfach. Lionel begeistert. Naja, ich kann mir eure Familie mal ein paar Tage anschauen und dann sehen wir weiter, meinte Charlie zurückhaltend. Ja, dann mal gucken, vielleicht heiraten wir, Digga, ich weiß nicht. Du das, Charlie. Aber du wirst sehen, es gefällt dir bei uns so gut, dass du nie mehr weg willst, lächelt. Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich zwischen Lucy und Charlie läuft jetzt was. Aber ja, Lucy ist halt noch ein Kitten, ne? Und Charlie ist ein ausgewachsener Kater. Deshalb, er passt ja schon eigentlich zu Lorraine besser, ne? Alte Lucy und sah Charlie ganz verliebt an. Sie hätte ihn jetzt noch Papa nennen müssen. Also der Film war wieder Banger. Der Film war Banger, Chat. Okay, kurze Stille am Ende. Ich mochte den. Der war gut.